الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد mit dem Befehl Allahs ist der Untergang des Dajjal. Dies beginnt mit der Herabsendung von Jesus, der Sohn von Maria. Es ist bekannt, dass die Völker verschiedene Ansichten über Jesus a.s. haben. Manche von ihnen beleidigen und verspotten Jesus. Die anderen behaupten, dass er gekreuzigt und getötet wurde. Wiederum andere übertreiben im anderen Extrem und vergöttern ihn. Der Mittelweg in dieser Sache ist die Aussage dieser Umma von Isa a.s. Dass Isa ein Diener Allahs ist und der Prophet, einer von den Propheten Allahs ist. Allah Jalla Jalalu sagt im Koran, der Messias, der Sohn der Maria, war nur ein Gesandter. Gewiss, andere Gesandte sind vor ihm dahingegangen. Und seine Mutter war eine Wahrhaftige. Beide pflegten, Speise zu sich zu nehmen. Siehe, wie wir die Zeichen für sie erklärt und siehe, wie sie sich abwenden. In diesem Vers ist eine Erklärung bezüglich, dass Isa und seine Mutter essen und tranken. Und wenn man isst und trinkt, muss man auch diese ausscheiden. Und diese Art geziemt sich nicht, ist nicht eine göttliche Eigenschaft. Und Isa a.s. wurde nicht getötet oder gekreuzigt, so wie Allah azza wa jal im Koran sagt, mit der ungefähren Übersetzung, aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Manche Menschen machen das, Verständnis folgenden Verses Probleme. Und zwar mit der ungefähren Übersetzung, damals sprach Allah, O Jesus, siehe, ich will dich verscheiden lassen und will dich zu mir erhöhen und will dich von den Ungläubigen befreien und will deine Anhänger über die Ungläubigen setzen bis zum Tag der Auferstehung. Alsdann werdet ihr zu mir wiederkehren und ich will zwischen euch richten über das, worüber ihr uneinst wart. Dies bedeutet, die Bedeutung des oberen Verses ist, ich werde dich erheben und werde dich befreien von dem, die Kufr betrieben haben und die dich verscheiden lassen, das heißt getötet, verscheiden lassen, nachdem du vom Himmel herabgesandt worden bist. Denn Jesus war lebendig, als er ihn herabgesandt wurde vom Himmel. Und Allah Jalla Jalaluhu sagt im Koran mit ungefähr Übersetzung, es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. Nachdem der Herabsenden von Isa a.s. wird jeder an ihn glauben, nachdem ihn Allah azza wa jal herabsenden wird. Isa a.s. wird am Platz hinabgesandt, der genannt wird Minaratul Bayda. Dies wird im Osten von Dimaschk sein. Und dies wird im Osten von Dimaschk sein, er wird nach Baytul Maqdis gehen. Dort wird Isa a.s. zum Frühgebet ankommen. Als Mahdi Isa a.s. sieht, wird er einen Schritt zurückgehen und ihm Platz machen, damit er mit den Menschen vorbetet. Doch Isa a.s. legt seine Hand auf die Schulter Mahdis und sagt, bete du, denn das Gebet ist für dich bestimmt. Und Jesus betet hinter Mahdi. Nach dem Gebet befiehlt Isa, die Türe von Baytul Maqdis zu öffnen. Dajjal wird mit 70.000 bewaffneten Soldaten gegenüber Isa stehen. Als Dajjal Isa sieht, wird er schmelzen, so wie das Salz im Wasser schmilzt. Dajjal wird fliehen und Isa a.s. wird ihm folgen, bis er an einem Ort gelangt namens Bab al-Lut und ihn mit seiner Lanze töten wird.
Als die Menschen die blutige Lanze von Isa sehen, werden sie verstehen, dass Dajjal kein Gott ist. Und die Menschen werden vom Übel des Dajjals befreit. Die Menschen versammeln sich um Jesus und bekämpfen die Anhänger von Dajjal. Und die Menschen werden in Frieden und Sicherheit leben. Es wird mit dem Buch Allahs und der Praxis des Propheten gelebt. Jesus a.s. wird den Islam wiederbeleben und wird in Richtung der Kaaba beten. Er wird die Pilgerfahrt, das heißt die Hajj und die Umrah verrichten, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgesagt hat. In dessen Hand meine Seele liegt, der Sohn der Maria wird die Hajj oder die Umrah vollziehen oder beides. In jener Zeit wird der Hass und Feindschaft zur Seite gelegt und der Segen wird offenkundig sichtbar. So wie es die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, so heißt es, frohe Botschaft für diejenigen nach der Zeit des Mahdi. Es wird regnen und wenn man im Felsen einpflanzen würde, so würde es dort gedeihen. So auch ein Mann, der neben einem Löwen gehen wird und der Löwe wird ihm nichts antun. In seiner Zeit werden Löwe und Kamele, die Pumas und die Kühe und die Wölfe mit den Schafen nebeneinander leben, ohne Angst und ohne Furcht. Und der Junge wird mit der Schlange spielen, ohne dass die Schlange beißt. Und in der Zeit von Isa kommt ein Volk zum Vorschein. In der Zeit von Isa kommt ein Volk zum Vorschein, die keiner besiegen kann. Allah Azza wa Jal befiehlt Isa und seinen Gefolgsleuten, auf den Berg vom namens Tur zu klettern, um von Ya'juj und Ma'juj sicher zu sein. Denn Ya'juj und Ma'juj sind jetzt eingesperrt. Der König Saleh von Zulqarnayn hat sie eingesperrt und hat eine Mauer errichtet. Und nächstes Mal werden wir über dieses Volk reden, das unbesiegbar ist. Die nächste Khutba wird über dieses Thema handeln. Ich bitte Allah Azza wa Jal, uns von unseren Sünden zu befreien. Ich bitte Allah Azza wa Jal, den Muslimen auf der ganzen Welt zu unterstützen, diejenigen zu helfen, die Hilfe benötigen, den Alten, den Kindern, den Frauen zu unterstützen. Ich bitte Allah Azza wa Jal, uns in der Jannah zu versammeln, so wie er uns hier versammelt hat. Mubarak.